rock this party. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 vom Singleplayer Let's Play. Und wie ihr seht, hat sich schon ein bisschen was getan vom Haus her. Aber meine Festplatte war voll und dann wurde die Aufnahme beendet. Und ja, also ihr habt nicht viel verpasst, sagen wir es so, ihr seht's ja. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir gleich weiter. Lass mal das Haus heute zumindest schon mal ansatzweise fertig machen. Aber wie ihr seht, geht die Sonne schon, der Mond schon auf. Und da habe ich jetzt nicht wirklich Bock, dass mir dann gleich mal ein Creeper mein nicht mal fertiges Haus schon mal wegspringt. Aber zumindest die ersten Mauern will ich schon mal fertig haben. Dann hole ich mir mal gleich mal ein Bett hierher. Und dann kann es eigentlich auch schon mit dem Hausbau weitergehen. Aber jetzt schauen wir erstmal. Und ich habe meinen Timer gestartet. Ihr glaubt es vielleicht nicht, aber er ist gestartet. So. Ja, also vorher in der Aufnahme haben mich ein paar Zombies attackiert, haben mich ein paar Skelette attackiert und ein paar Creeper attackiert, aber alles ist gut verlaufen, wie ihr seht. Ich bin nur noch Level 22. Das Feld wächst auch schön langsam. Und hier, so, erstmal runter, bevor mich wieder alles verfolgt. So, erstmal pennen. Jetzt. Gut, also dann wie gesagt am Anfang bisschen attackiert worden, aber das war auch nicht gerade schlimm. Das Glas wollte ich rausnehmen, genau, habe ich jetzt getan. Und jetzt nehmen wir mal alles mit, was wir hier haben. So, das hier, die Kiste lassen wir stehen. Und das nehmen wir noch mit. Das brauchen wir nicht mehr. Und das brauchen wir auch nicht. So, dann gehen wir jetzt mal hinter zu unserem Häuslein. Oh, fick dich. Okay, ist gestorben. Wieder kostenlose Drops. So, wie lange dauert das Feld noch? Ich habe nicht mehr so viel zu essen. Aber es dürfte passen. Also ich glaube, das klappt gut. Oh, Zombie im Wasser. So. Und jetzt richten wir uns unser Haus schon mal ein, unser fertiges Haus. Sieht man ja. Und so, jetzt können wir endlich mal weitermachen mit dem Hausbau. Und eigentlich ist dieses Video geplant für Montag. Aber, also ich nehme es jetzt am Sonntag auf, aber eventuell kommt es direkt am Sonntag schon, weil ich habe heute auch Minigames aufgenommen. Nicht alleine. Oh, aber das könnte knapp werden mit dem Upload. Und deshalb kommt das vielleicht, also die Minigames Dienstag und das hier heute schon. Aber wie gesagt, also ihr könnt euch auf Dienstag freuen, es ist echt ein geiles Video geworden und nicht alleine, wie ich vorher schon gesagt habe. Und ja, lasst euch überraschen da drauf. Und FIFA ist ja auch gekommen. Ist auch relativ gut bei euch angekommen, habe schon viele positive Kommentare gesehen und wird auch weiter jetzt kommen, weil ich nehme jetzt mit Fraps auf, wie ihr schon bemerkt habt. Auch von der Stimmenqualität her merkt man das extrem, weil die bei weitem nicht mehr so gut ist. Aber, naja, es ist halt jetzt bloß die Übergangsphase, bis ich einfach das irgendwie unter Kontrolle bekommen habe. Und dann dürfte es eigentlich auch wieder passen. So. Wir brauchen neue Bretter. Scheiße. Kein Platz mehr. Was werfen wir weg? Die Workbench. Können wir uns nochmal bauen. So. Jetzt mache ich das hier noch kurz. Boah, das war schon wieder die intelligenteste Aktion der Welt. Also ich habe jetzt der Lock-Framerate auf 30 gesetzt. Und jetzt läuft es eigentlich auch mit den konstanten 30 Frames. 30 bis 29 Frames. Und das passt ja eigentlich. Die Resultate sind wesentlich besser wie mit DxStory, außer halt von der Stimmenqualität her. Aber ich glaube, das kleine Negativ können wir hinnehmen, wenn dafür die Videos zumindest besser sind. Und ja, es ist halt jetzt nur die Übergangszeit, bis ich einfach weiß, oder bis ich einfach ein Programm weiß, das gut funktioniert. Und bis dahin müssen wir uns halt einfach jetzt mit der schlechten Audioqualität zufriedenstellen. Außer ich nehme mit Outer City auf. Aber das, ja, vielleicht beim nächsten Mal nehme ich dann mit Outer City auf, dass die Stimme auch wieder besser ist. Aber im Moment ist es einfach scheiße. So. Jetzt schlage ich zumindest mal mein Bett rein.
dass ich wieder ein bisschen Platz im Inventar habe. Das klatsche ich jetzt einfach mal kurz dahin. Und meinen Ofen hau ich auch mal dahin. So. Ja, meine Mama muss jetzt staubsaugen, ist wieder klasse. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht zu krass. So, dann mache ich jetzt hier gleich mal, weil das wird auf jeden Fall zweistöckig, das Haus. Weil wir brauchen ja ordentlich Platz. Oh, fuck. Und deshalb mache ich mir jetzt hier gleich mal ein paar Treppen. Na, fuck, wie ging das jetzt nochmal? So. So, 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 so. Ja, es müsste jetzt passen. Sind jetzt zwei. Oh, was? Nur? Ah, wie war jetzt die Tastenkombination nochmal, dass man das. Ah, so, genau, mit Linksklick. Jetzt haben wir 44 Treppen, die müssten jetzt reichen. Okay. Die setze ich jetzt einfach mal. Wenn man hier reinkommt. Würde ich sagen, fangen wir hier an. Das Ganze mal nach oben zu zimmern. Zack, zack. Zack, 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 zack. Weil zwei Etagen braucht man mindestens und vielleicht noch einen Keller dazu für den Lagerraum, weil Lager ist halt für mich zumindest immer im Keller. Ist zumindest am logischsten. So, jetzt haben wir das auch. Hier braucht man ja ein Loch für den Aufgang. Boah, das wird jetzt nervig zu bauen. Ich hasse das immer, irgendwie da mit Shift zu bauen. Das ist extrem nervig. So, jetzt machen wir einfach mal hier. Ziehen wir die Wand rüber. Ab hier circa. Genau, dass der zwei breite Treppenaufgang frei bleibt. So, perfekt. Aber ich bin zu viel Platz braucht man nicht. Oh fuck. Da mache ich jetzt hier mal ein bisschen zu. Man braucht ja ungefähr. Das kann ich jetzt gleich austesten. Was ist denn heute schon wieder los? Man braucht ja nicht so viel Platz jetzt. Ich glaube jetzt so viel braucht man mindestens. Aber jetzt stoßt man hier an. Nee, geht. Gut, dann machen wir es so. Dann füllen wir gleich mal das Loch hier. Oh, kotzt mich jetzt nicht an. Oh, jetzt habe ich definitiv zu viel Treppen gemacht. Boah, was ist denn los? Aber die Treppen braucht man eigentlich immer. Die können wir auch jetzt seit... Jetzt kotze ich dann echt gleich. So, weg mit dir. Seitdem man die ja andersrum setzen kann, hat man da zumindest jetzt schon mal mehr Möglichkeiten, wie man Treppen verwenden kann. Und deshalb... Naja, macht jetzt auch nicht so viel aus, wenn wir ein paar mehr Treppen haben. Aber Holz haben wir definitiv zu wenig. Von dem haben wir bloß so viel. Jetzt machen wir das gleich nochmal zu Bretter. Ja, jetzt haben wir wieder genug. Also es, glaube ich, reicht jetzt für das Grobe erstmal. Und unser Dach müssen wir auch noch aus Treppen machen, genau. Dann passt es eigentlich schon. Oder wir machen es... Ja, da muss ich mal schauen, wie ich das Dach mache. Weil die Treppen ist immer extrem zeitaufwendig. Aber das kriegen wir schon irgendwie so, dass passt. Und alleine hat man einfach keine Arbeitsaufteilung, dass jetzt einer sagt, okay, du holst jetzt mal kurz Holz. Und ich baue dabei am Haus weiter. Aber dürfte jetzt eigentlich schon passen. So, erste Seite ist fertig. Jetzt nehmen wir die nächste. Oh, schon wieder verbaut. So. Dass das jetzt eigentlich zumindest schon mal grob fertig ist. Dass wir nicht mehr in unsere Höhle reinlaufen müssen. So. So, das passt jetzt eigentlich schon mal. Jetzt hole ich mir bloß mal kurz noch etwas zu essen. Ah, ich hab's ja dabei. So, und eine Kiste baue ich mir. Kiste. So. Alles rein. Perfekt. Hier haben wir noch 11 Bretter, die wir gleich verbauen. Perfekt. Hey, wake up. Oh. Jetzt wurde ich angestupst. Das ist scheiße. Eigentlich habe ich TS auf Stumm, aber keine Ahnung, warum das jetzt gekommen ist. Müsst ihr mir das leider verzeihen. Passiert mir auch mal. Wie zum Beispiel, dass ich den Timer nicht starte. Aber den habe ich heute zumindest gestartet. So. Bauen wir zumindest schon mal die erste Etage fertig. Dass wir da schon mal einziehen können und ich habe die Axt vergessen. So.
Wie gesagt, also ich hoffe, dass heute zumindest Minigames kommt und dass die Folge erst morgen kommt. Ja, morgen kommt. Weil ich ja gesagt habe, oder in Facebook habe ich es angekündigt, ja, heute kommt ein extrem geiles Video und da war eigentlich Minigames gedacht. Aber wenn es natürlich jetzt nicht kommt, ist scheiße, dann müsst ihr euch jetzt leider heute mit Singleplayer zufrieden geben. Aber ist ja eigentlich auch nicht verkehrt. Und wie gesagt, vielleicht wird da draußen ja bald ein Together. Spätestens in der 1.7 wird da auf jeden Fall, wird dann natürlich nicht nur ich da was labern, sondern ein paar Leute mehr. Oder zumindest einer mehr. Und wenn ich mir das so, wenn das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Aber dann wird es auf jeden Fall richtig geil. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das hier zumindest noch fertig machen. So. Hier nochmal mit Bretter. Fuck, verbaut. Hier. Dann haben wir die erste Etage zumindest schon mal fertig. Und dann passt es. Und für euch hätte ich mir noch eine Frage überlegt. Und zwar, was kennt ihr noch für Aufnahmeprogramme? Außer DxStory, Fraps, Bandicam kenne ich mittlerweile schon. Was habt ihr da noch, was ihr zum Beispiel verwendet? Weil, ich weiß nicht, DxStory wäre eigentlich das beste Programm. Aber wenn ich das einfach nicht zum Laufen bekomme, dann hilft mir das auch nichts. Wenn die Videos einfach scheiße sind, wenn die FPS-Zahlen nicht stimmen, dann hilft mir das nichts. Und vielleicht weiß ja einer eine Lösung, das wäre natürlich noch besser, also dass ich weiterhin mit DxStory aufnehmen kann. Wenn nicht, ja, was für Aufnahmeprogramme kennt ihr noch, die qualitativ hochwertig sind? Weil wie gesagt, es macht keinen Sinn, wenn ich dauernd ja, mit 20 FPS aufnehme, das ist unspielbar. Und deshalb vielleicht die Frage an euch, kennt ihr da noch was? Oder wie gesagt, DxStory-Lösung, das wäre mir eigentlich am liebsten. Weil das Programm an sich einfach extrem geil ist. Man kann die Audiospuren aufnehmen und extrahieren. Dann hat man zwei verschiedene Audiospuren, den Ingame-Sound und einmal die Stimme. Die kann man dann nochmal separat pegeln, falls man irgendwie zu laut ist. Und das habe ich halt im Moment jetzt gar nicht. Entweder ich bin zu laut oder ich bin zu leise oder es ist dann einfach so. Und das ist einfach das Problem daran. Aber wenn ihr da vielleicht eine Lösung wisst in DxStory, dass die FPS-Zahlen wieder konstanter sind, vielleicht ist es nur ein Häkchen, was man setzen muss. Ich weiß es ja nicht. Aber wenn ihr da was wisst, wäre auf jeden Fall eine große Hilfe. Und da wäre ich auch sehr dankbar dafür. Aber wie gesagt, so ist es mit DxStory auf jeden Fall nicht aufnehmbar. Also das geht nicht. So. Jetzt haben wir gleich kein Holz mehr. Und die erste Etage ist fertig. Nein. Nicht dein Ernst. Ich habe da aber noch ein bisschen Holz drin. Jetzt komme ich da nicht mehr hin. So. Hier. Ja. Wir haben noch. Sonst hätte ich jetzt wieder Greenpeace ein bisschen spielen müssen und den ganzen Baum vernichten. So. Jetzt haben wir das auf jeden Fall fertig. Und ich weiß, es ist extrem langweilig, wenn man irgendwie beim Hausbau zuschauen muss. Aber es tut mir leid, aber in diesen Folgen ist es einfach so. Das Haus muss zumindest schon mal stehen, dass wir nicht mehr in unsere Höhle rein müssen. Und ja, es stehen minimal viele Monster um uns rum. Aber die Etage ist fertig. So, jetzt gehen wir zumindest mal kurz pennen, bevor uns hier alles voll spawnt. Und ausleuchten sollte ich... Nein! Fuck! Komm her. Oh nein, Enderman, verpiss dich. Zombie... Boah, Baby-Zombie, fick dich! Ich hasse diese Viecher, ich hasse sie. Geh weg, komm, verpiss dich! So. Ich dachte, die spawnen bloß bei Villagern. Die Baby-Zombies, die verstehe ich irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht mehr, seit wann die dabei sind. Die waren auf einmal da und haben mich extrem geschockt. Weil die tausendmal stärker sind wie die normalen Zombies. Sie sind einfach sauschnell. Aber halten halt bei weitem nicht so viel aus. So. Jetzt brauche ich Fackeln, weil sonst spawnt mir die Hütte hier noch voll. Habe ich, glaube ich, aber dabei alles dazu. Ja. Aber Sticks haben wir... Ah, hier sind noch 21 Fackeln. Alter. Was ist los bei euch? Chillt euch. Geht sterben. Du, verpiss dich bloß. Und du auch. Ich habe keinen Bock, dass mir jetzt da noch irgendwas kaputt geht. So. Aber auf jeden Fall machen wir jetzt hier mal... schon mal ein bisschen ausleuchten. Dass hier wenigstens nichts mehr spawnt. Jetzt einmal mal provisorisch. Soll jetzt nicht Schönheit sein.
So, passt. Dann noch hier eine hin. Dann passt die Sache. So, hier haben wir noch Holz. Und ja, jetzt ist die Folge eigentlich auch schon wieder vorbei. 15 Minuten. Ich habe mir meinen Timer jetzt mittlerweile gestellt. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat und an sich einfach das Singleplayer-Let's Play euch Spaß macht, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen oder über ein kleines Feedback in den Kommentaren. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, bleibt euch überlassen. Und was, wie gesagt, also welches Aufnahmeprogramm kennt ihr noch oder kennt ihr eine Lösung, dass die Framezahlen bei DxStory konstanter bleiben? Wenn ihr da irgendwas dazu wisst, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir da was in die Kommentare schreiben würdet. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.